Ja, jetzt hat sie schon am Busengewicht eingespart und kann sich trotzdem nicht hochziehen. Peinlich. Ja, da fehlt's ein bisschen an Muscles. Ansehen. These magazines are so ein Bubi-Magazin. Who would look at that? You're a long way from the country club, guy. Guy. Gibt's von euch eigentlich auch? I know one fire that doesn't need any poking. Ein Messer im Magen. Das ist. Danke, Alex, für das Geschenk. Messer im Magen ist ein bisschen übertrieben, oder? Findest du nicht? Das Problem ist, wenn bei mir eine Frau anfängt zu kochen, dann bin ich meistens. Macht mich das scharf und dann komme ich dann immer von hinten und dann ist vorbei mit dem Kochen. A pirate flag? Wonder if there's treasure buried nearby. Aber wer sticht denn seinen Freund ab, dem man gerade was zum Essen kocht? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Frauenlogik ist eine seltsame Logik. Außer, aber gut, du hättest die rote Soße dann zumindest schon mal. Na, nicht reinfuschen, nur große Fresse haben. Anfassen tue ich gar nichts. Ich tue nur klugscheißen, das ist alles. So machst du es richtig und das ist besser. Und so habe ich es im Fernsehen gesehen. Eine Elvis-Figur. Nehmen. Wo hat sie sich denn das jetzt reingeschoben? Hat sie das jetzt da drin, wo ich glaube, wo sich Frauen solche Gegenstände reinschieben, um sie aufzubewahren? Ist es so? Pfui, Bäre, das soll ja nerven. Das ist ja der Sinn davon, Anna. Dafür gibt's uns Männer doch. Deswegen führt doch eine Frau mit einem Mann eine Beziehung, damit der ihr auf die Nerven geht. Für den Rest des Lebens. Deswegen mögt ihr uns doch, damit wir euch auf den Sack gehen. Ich verstehe das jetzt nicht, wie du dich hier... Ich muss nerven. Wenn ich nicht nerve, dann hat meine ganze Existenz keinen Sinn. That's so awesome. Wo kriege ich hier denn jetzt eine Batterie her? Bestimmt in dem Schulbus eigentlich da drin, oder? Ah, hier kann ich lang. Ich komme mit der Steuerung nicht klar. Die Kamera ist extrem anfällig für Blödsinn. Was ich sagen wollte, ist, macht es einer von euch auch, dass ihr so durch die Gegend rennt, Gegenstände anschaut und mit euch selber im Kopf redet? Macht es jemand? Ich habe letztens gelernt, meinen allerliebsten Schlöber-Yumi Hallo sagen. Ah, du meinst den Manni? Sag dem Manni, ich denke ganz doll an ihn, während ich Sex habe. Instead, I got David. I got your babe. Würdest du den Manni an deinem Höschen riechen lassen, Jule? Warte mal. Wow. Shitty ride, drug dealer. Ich habe letztens gelernt, dass es Menschen gibt, die im Kopf, die keine eigene Stimme im, also keine eigene Stimme im Kopf haben. Habe ich letztens gelernt. Es gibt, also ich bin zum Beispiel jemand, ich kann mich in meinem Kopf mit mir selber unterhalten. Manchmal glaube ich sogar, dass jemand anderes in meinem Kopf für mich redet. Aber es gibt Menschen, die haben keine eigene Gedankenstimme. Hat es jemand von euch auch keine Gedankenstimme? Das würde mich mal interessieren. Und dann würde mich interessieren, wie das ist. Also ich führe ganz oft richtige Dialoge mit mir selbst. Das klingt jetzt traurig, aber halt in Gedankenform meine ich. This one won't work. Ja, jetzt wird's aber eng mit Batterien. Was hat, dass du keine Gedankenstimme hast, wirklich? What are you trying to hide under their hood? Ich hab den Knopf gesehen. Den haben sie ja auch wunderschön eingeblendet. Würde mich mal interessieren. Jemanden, der das nicht hat. Der quasi nicht mit sich selbst im Kopf reden kann. Wie das so ist. Es gibt ja auch welche. Eine andere Stimme. Das ist
geistig ein bisschen behindert, aber kenne ich. Geht mir auch so. Meistens nennt man das von Dämonen besessen sein, aber egal. Was ich auch gehört habe, es gibt ja welche so Schnellleser, gibt's ja auch. Und da habe ich jetzt mal rausgefunden, warum die so schnell lesen können, weil die, also ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich nicht laut lese, dann lese ich mir selber in meinem Kopf vor, was ich da gerade lese. Also ich lese mir das laut vor im Kopf und das ist der Grund, warum ich und auch die anderen langsamer lesen als diese Schnellleser, weil die ohne Gedankenstimme lesen sozusagen. Voll cringe. Das kann man angeblich sogar ein bisschen trainieren, dass du quasi das einfach liest, ohne es dir vorzulesen und dann versuchst dir auch wirklich zu merken und zu verstehen, was du gerade gelesen hast. Liegt an deiner Psyche. Oh, ja, okay. Ich glaube, dass das heutzutage ganz vielen Menschen so geht. Diese Stimme, die einem im Kopf immer wieder was sagt, gerne auch mal so Negatives oder über einen selbst Dinge sagt, wie kannst du nicht und warum bist du so und sowas. Wenn du sowas meinst, das kenne ich auch. Sowas habe ich auch. Schon viele, viele Jahre. Das ist immer wieder ein, ich nenne es immer, das ist ein Krieg zwischen linker und rechter Gehirnhälfte sozusagen. Das ist immer wieder ein, man muss wirklich aktiv gegen diese Stimme immer wieder ankämpfen. Weil man sonst wirklich verschwindet, seelisch, sage ich jetzt mal. Also ich weiß ungefähr, ich kenne das auch. Ich habe das tatsächlich sogar manchmal, während ich live bin und auch oft, bevor ich live gehe, ob ich das überhaupt packe oder ob ich nicht betrunken sein muss, um lustiger zu sein, weil ich sonst kein Selbstvertrauen habe und so. Also ich struggle da schon auch öfters mal. Klingt vielleicht jetzt, merkt man mir vielleicht nicht immer an, aber es, ja, das ist aber typisch. Deutsche Stimme ist immer Mobbing. Das ist tatsächlich so. Da kommst du. Deutsche Stimmen sind ausgelegt für Mobbing. Tatsächlich ist es so, Allelu. Ich bin zum Beispiel jemand, ich schlafe grundsätzlich nicht in einem dunklen Raum oder sonst wie, ohne dass irgendwas läuft, weißt du? Bei mir läuft immer was. YouTube oder irgendein anderes Zeug, meistens YouTube. It's just you and me, you tiny weirdo. Weil das verhindert, dass ich nachdenke. Weil wenn ich anfange, wenn es ruhig ist im Raum und ich soll schlafen, fängt mein Gehirn automatisch an, mich zu mobben. Deswegen mache ich das schon seit zig Jahren nicht mehr. Ist aber schlecht, weil das auch bedeutet, not sure what's wrong with the engine or how to fix it. Dass man schlecht schläft insgesamt. Anyway. Tatsächlich. No, not going over there. Ja, schon, gell. Ja, ich habe früher, das habe ich mir als Kind, Benjamin Blümchen Kassetten und so, aber da lag es daran, da habe ich tatsächlich auch noch mit Absicht mir Geschichten vorgestellt und so mit Fantasie. Aber wenn du erwachsen wirst, ändert sich das, dass du über dein Leben nachdenkst und so ein Scheiß. Oder über was wäre wenn und wieso und warum bin ich so und warum ist das so passiert, wie es passiert ist. Und das hindert einen dann am Schlafen. Und das ist halt eine Ablenkung. Das ist leider tatsächlich so. Das ist extrem schlecht für die eigene Schlafqualität. Aber ich bin da auch nur einer von vielen. Deswegen weiß ich, was viele nachvollziehen. Aber ich glaube, im Vergleich zu manch anderen ist es bei mir noch harmlos. Ich glaube, ich möchte mir da nicht anmaßen zu sagen, ich werde da ein Opfer. Weil ich glaube, es geht noch sehr, sehr, sehr viel schlimmer. Shit. Es brennt immer noch. Ach, wie nett. Da ist einfach immer noch Feuer. Boah, das war jetzt der
der tiefste Real Talk, den ich seit langem hier drin hatte. So, Graffiti. Muss ich im Nachgang dann wieder machen, um Platin zu bekommen. Teil 1 habe ich sogar Platin gemacht. Das habt ihr leider nicht mitbekommen, weil ich das offscreen gemacht habe. Das war doch kein Klettern, das war Durchdrücken. Aber, ach so, die klettert doch da hoch. Du musst dich beim Schlafen auf was konzentrierst du dich denn da? Ich konzentriere mich eben nicht. Ich lasse einfach irgendwas laufen, damit quasi mein Gehirn dem zuhört. Ja, das ist wie so eine Spirale. Ich habe das damals auch immer so erklärt, das ist wie so eine Spirale. Nach unten. Und irgendwann bist du an dem Punkt angekommen, wo du dann nicht mehr rauskommst. Und wo es tatsächlich auch körperliche Auswirkungen haben kann dann. Ja, bei mir läuft halt tatsächlich, was läuft bei mir, kann ich euch ehrlich sagen, wenn ich einschlafe, läuft bei mir meistens aktuell Genial daneben auf YouTube. Wer weiß denn sowas, läuft auch öfters, weil ich dann immer noch ein bisschen was zum Klugscheißen mitbekomme. Oder Big Bang Theory auf Netflix, läuft auch relativ häufig. Meistens da deswegen, weil das ja nach 3 Folgen automatisch stoppt und das ist dann schon praktisch. Bin immer mit einer. Ja, aber weißt du auch warum? Also hast du schlecht geträumt oder bist du einfach aufgewacht? Ich wach zurzeit auch ziemlich schweißgebadet oft auf mittlerweile, also hin und wieder. Was soll ich denn hier jetzt noch finden? Wie man was zum. Ah, eine Glühbirne, da. I always wanted a pet snake. Instead, I got David. Fuck everything. Hä? Die habe ich ja schon. Hä? Er spielt einfach so viel auch rein, was man da dagegen machen soll und so. Angeline! Jetzt muss ich glatt meinen Look ändern, weil jetzt habe ich mich ja selbst geraidet. Hallo, herzlich willkommen, meine Lieben. Danke für dein Raid. Ich mach mal hier direkt, geht das so? Jo. Schön, dass ihr da seid. Hallo, ich bin der Zocki. Wie eure Angel vorhin vielleicht schon kurz erwähnt hat, der Humor ist bei mir anders. Und ich habe auch nicht so eine süße Stimme wie sie. Aber ich bin toll. Wir hatten hier aber gerade tatsächlich... ich spiele übrigens Life is Strange Before the Storm so nebenbei. So auf gechillt. Und wir hatten gerade ein richtig deepes Thema. Wir haben... Also es war richtig Deep Talk hier gerade. Probably a good idea to cover over abdecken. This with something. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir ohne, also dass es einfach viele Menschen gibt, die ohne, dass sie sich was anhören oder so, nicht einschlafen können, wegen dem Kopfkino und so. Geht bestimmt einigen von euch auch so. Ich zum Beispiel, ich lasse immer YouTube laufen. Bei mir. Das, wobei bei Angel, die hat ja den Vorteil, die hat ja einen Mann, glaube ich sogar, die ist ja, glaube ich, sogar verheiratet. Das ist natürlich unfair, weil da hat sie immer jemanden neben sich. Aber ich zum Beispiel, ich höre mir immer Genial daneben oder sowas an auf YouTube. Einfach damit das Gehirn nicht nachdenkt. Ist einfach eigentlich total kontraproduktiv, weil eigentlich ist das Gehirn so ausgelegt, dass man nachdenken soll, um überhaupt Dinge zu verarbeiten. Ich träume auch ganz viel ganz komisches Zeug. Also, wo ich mir immer denke, habe ich da irgendwas nicht verarbeitet? Du schnarchst dich in den Schlaf. Das. Oh, ich hatte mal einen Kumpel, der hat auch. Boah, der war aber noch dick und der hat wirklich. Der hat eine Schnarchlautstärke gehabt. Und das Lustige ist,
Danke für dein Follow. Der Marvin, ja. Der Marvin war das. Und das Lustige ist, schön, dass du da bist. Auch abdecken, okay. Da habe ich das erste Mal gelernt, dass Leute, die schnarchen, die fangen schon das Schnarchen an, bevor sie überhaupt wirklich schlafen. Was bedeutet, die kriegen mit, dass sie schnarchen, noch bevor sie fest eingeschlafen sind. Und dann kann es auch passieren, dass sie von ihrem eigenen Schnarchen entsetzt aufwachen. War hier nicht vorhin irgendwie so ein komisches Schild oder so, dass ich da... Das ist ganz, ganz alles ein bisschen merkwürdig. Pornomagazin wollen wir nicht. Hier ist das Radio, das irgendwie unendlich Batterien hat. A pirate flag? Wonder if there's treasure buried nearby. Also das ist ganz faszinierend, dass das bekommt. Ich habe, wenn ich Schnupfen habe, habe ich hin und wieder auch mal geschnarcht. Sonst schnarche ich eigentlich nicht, außer wenn ich vielleicht mal psoffen bin. Und da ist mir das aber auch mal. Oh, redest du im Schlaf? Oh, ich auch. Ich rede auch öfters. Oder was mir auch, was auch schon passiert ist, dass ich lachen musste. Don't tell me what und dann lachend aufgewacht bin. Vor der Tür die Schnarchen gehört. Ja, das ist schon krass. Es gibt Menschen, die können so unfassbar laut schnarchen. Aber, also ich bin auch schon ein paar Mal lachend aufgewacht. Und dann, und das war das Problem, dann habe ich das gegoogelt, was das bedeutet. Und das Problem ist, dann hast du so ein Beatmungsgerät bekommen. Ja, das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Warum nimmt die das denn nicht? Ist das nicht zum Abdecken? Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe dann gegoogelt und irgendwie alles, was passiert im Schlaf an Träumen oder so, wenn man das googelt, es bedeutet immer das Gegenteil von dem, was man eigentlich als Gefühl hat. Ich meine, wenn du was Lustiges träumst, ciao, schön, dass du da warst. Wenn du was Lustiges träumst und du lachst lachend auf, dann ist es eigentlich ja, weil du dir denkst, es war jetzt lustig. Und es war ja vielleicht auch lustig, aber wenn du das googelst, dann steht da drin, dass wenn du lachst im Schlaf, das ist absolut schlecht und du gehst psychisch richtig, du bist voll kaputt und am liebsten solltest du dich selber umbringen und so. Also es ist ganz komisch. Ich habe den Vorteil, wenn ich einen Albtraum habe und ich mache Geräusche, dann weckt mich mein Hund auf. Sobald es mir schlecht geht im Schlaf, weckt er mich immer auf. Da ist er ganz dolle lieb. Wie war's denn bei euch? Wie war euer Stream? Erzählt mal. Ihr habt, COD Mobile oder was habt ihr gespielt nochmal? Komisches Zeugs habt ihr gespielt. This thing looks like a rusted out shopping cart. So voll mit Schut-Schut. Probably drives like one too. That's if it ever does drive, which seems questionable. Den hat sie ja später wirklich als Auto dann. Der fährt später still, tatsächlich. Also das ist ihr Auto. How sweet would that be? Du hast ein CODM, also COD Mobile gestreamt. Ach, du hast gar nicht selber gespielt. Ach so. Du musst Serie, du kannst mich auch laufen lassen und trotzdem die Serie gucken. Oh. Hey Frank. Kein Grund, mich jetzt hier abzuschalten. Really? Ja, aber warum hast du dann 2 Minuten Delay gehabt, verstehe ich nicht. What about? Hä, mach halt einfach meinen Ton aus. Oh, like Mittwoch ist Bergfest-Turnier von Rittern, oder was? Gute Nacht, Yvonne. Schön, dass du da warst. Danke für dein Follow. Okay. Und Frank? Wegen den Stream-Sniper. Ja, aber sie hat doch gar nicht selber... Du hast doch gar nicht selber gespielt. Wer soll dich denn Stream-Snipen? Du musst noch teilen mit deinem Freund. I'm not in trouble or anything. Right? I don't know. Did you do anything you should be in trouble for? Like, ha? In general? Auch. To you? Mit wie vielen Menschen telefonierst? Telefonierst du mit mir auch? Telefonieren? Machen wir heute Dirty Talk am Telefon? Hat sie sich einfach ein Auto klar gemacht? Nice.
Kann man mal machen. Time for a hard-earned smoke break. You only get one chance to make a first expression. Ach so. Ja, okay, da hast du recht. Ich habe kein Wasser mehr. Ich muss mein Wasser auffüllen. Yay! Da geht's nicht gut. Weißt du, wenn du sie in meinen Stream reinlotst, dann werde ich sie ein bisschen aufmuntern. Looking good, Robobob. Robobob, Hupe, Hupen. Hup halt! Allelulala! Dann besorg ihr Twitch-Mann. Sollen der Schmarrn? Das ist doch heutzutage keine Ausrede mehr. Twitch ist in 2 Sekunden runtergeladen. Allelulala! Alessa! Warum willst du uns denn jetzt schon wieder verlassen? Das ist doch voll kacke. Alessa! Bleib doch hier und rede mit uns. Alessa! Jeder hier würde gerne wissen, ob du heute noch mit deinem Freund Bumsi Bumsi machst. Jeder hier möchte das wissen. Die soll jetzt nicht thelen. Thelen ist scheiße. Das ist so 90er-Jahre-mäßig. Heutzutage macht man alles über Apps. Du bist daheim. Das ist, ist eine schlechte Ausrede. Alessa! Schlaf gut, Jule. Schön, dass du da warst und schön zu hören, dass es dir gut geht. Auf dass dein Körper auf immer geil bleiben möge. Wegen den Liedern im Spiel kriege ich kein Geld in YouTube, weil das alles Copyright-geschützte Dinger sind. Das träumt sie gleich wieder. Ist auch extrem viel passiert bis jetzt. Wahnsinn. Ist unfassbar spannend, das Spiel. Bin richtig gefesselt. Woo! Meinst du die Discorden? Dann können sie ja in meinem Discorden korden. Shit. Aber sie wacht halt in einem Albtraum auf, siehst du? What the hell? Ja, bist auf Droge, hä? Huh? A little bit of drugs. Wolle Drogen kaufen? Hör, der grillt an der Motorhaube. Das ist Kapitel 2 von 3. Daddy! Also es dauert nicht mehr lang, keine Sorge. Aber ich muss es fertig machen. Ich habe jetzt schon angefangen, das auf YouTube hochzuladen. Da müssen wir jetzt durch, meine Lieben. Das werden wir schon überleben. Schau, die grillen. Passt. Ich meine, sie hat ja einen Knackarsch. Da müssen wir halt hinschauen. Du meinst wegen Daddy oder was? Oder meinst du wegen Drogen? Fliegen bei dir auch die Graffitis an der Wand? Was ist unfair? Alelu, ich hab dir doch gesagt, wir können auch FaceTimen, wenn du möchtest. Ich hab später garantiert kein Shirt mehr an. Alelu, lala! Ist euch mal aufgefallen, dass nahezu jede Frau und jedes Mädchen in diesem Spiel maximal ein A-Körbchen hat? Warum sind die bei Zeichentrickdingern so erpicht darauf, dass die keine Busen haben? Das verstehe ich nicht. Das ist das Spannendste, was in dem Teil bis jetzt passiert ist, dass sie jetzt ein Marshmallow aufgestockt hat. Mehr ist hier noch nicht passiert, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Ich spiele das jetzt, glaube ich, schon wieder seit einer Stunde und es passiert einfach nichts. Ich will aber geiern. Oh Mann, jetzt mal ganz ehrlich. Die Brüste einer Frau ist wirklich eine schöne Erfindung. Ich mag das, da hinzugucken. Ich meine das jetzt auch gar nicht böse, aber ich finde auch, das ist ein Kompliment, also für mich. Aus meiner Perspektive. Ich finde, jede Frau könnte sich
I can't look away. Geehrt fühlen, wenn ich ihre Brust anschauen will. Sure. Gute Nacht, Allelulala. You're not mesmerized too. Schlaf gut, viel Spaß beim Teelen. Sag deiner Freundin, sie soll Twitch holen. Und sag deinem Freund, er sollte sich auch Twitch holen. So ich erwarte Follower. You don't even realize the danger. Danger? Und, bist du bei mir im Discord? Zeig mal die Lasagne, würde mich mal interessieren. Philipp, danke fürs Folgen in TikTok. With loss. What does fire blind with? Beauty. Achatstein Schalosch! Was Spirit, Alter, Spirit. Wieso? Wie kann man keinen Discord mehr haben? Leute, wenn ihr aktuell sein wollt, was bei mir abgeht, auch mit Streamen und so, holt euch mein Discord. Incredible. Sonst kriegt ihr das vielleicht nicht mit. Ich liebe Feuer. Danke, Paddy. Ganz ehrlich, wer von euch liebt Feuer? Ich liebe Feuer. Was war denn das? Das war die creepieste Szene, die sie je in diesem Spiel gezeigt haben. Ja, ist Wahnsinn. Hallo, der Rabe hat sein Gesicht gegessen. Das ist gefährlich, Leute. Niemals mit Zigarette einschlafen. Das ist gefährlich. Es sind schon Menschen verbrannt deswegen. Hast du gesehen, wie krass sie die Zigarette bewegen kann, ohne dass die Asche abbricht? Das ist so, das haben wir früher immer als Challenge gehabt. Wer kann den höchsten Ascheturm bauen? Da geht es um die Freundschaft von den beiden. Hast du Life is Strange Teil 1 nicht zugeschaut bei mir? Mit der Zeitreisenden? Das ist die Vorgeschichte. Das hier ist die Chloe, die später dann so komische Punkerhaare hat. Und das ist die Rachel, die im Originalspiel schon längst tot ist. Die nimmt sich das Leben oder so. Und da erfahren wir vermutlich warum. I love giving rides to strange drifters. Hop in. Thanks. Außerdem glaube ich, dass die noch Lesbensex haben, bin ich jetzt ganz ehrlich. Das läuft alles darauf hinaus, dass die miteinander schlafen. Das ist einfach so. Wenn Frauen sich gegenseitig schon so anfruzeln. Weiß ich nicht, wo du da warst. Bei mir auf jeden Fall nicht. Danke für dein Follow. Ich heiße dich herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Genieße den Bullshit, den ich rede. Na, es ist ja in Kapiteln aufgeteilt. Und am Ende von Kapitel 1 waren sie so kurz davor, dass sie Zunge an Zunge miteinander. Aber dann hatte sie, diese Rachel, hat sich dann gedacht, ich schmeiß den brennenden Mülleimer um und fackel den Wald ab. Der im Übrigen... Nur damit ihr die Situation geistig erfassen könnt. Während die hier sitzen und ihrem Lesben-Talk machen, brennt im Hintergrund, brennen hunderte Quadratmeter, Kilometer Wald. Wollte ich nur noch mal sagen. Das darf man nicht vergessen. Da brennt Wald neben denen ihrer Stadt und die sitzen da und machen Dirty Talk. Like for us to run away. Völlig absurd, die Situation. Oh, I guess I wasn't thinking about it. Vor allem sind die beiden schuld dran, weißt du? Statt dass sie sich gegenseitig geschleckt haben, haben sie den Wald abgefackelt. Voll blöd. Ich hatte da echt Hoffnung, dass wir was zu sehen bekommen. Ja, Paddy, ich brauch das. We can figure all of that out. I have no doubt. Besides, there's no rush. True. And no Blackwell. Holy shit. That Wells meeting. I'm so sorry. I can't believe he actually expelled you. Why not? No reason to prolong the inevitable. It's definitely Blackwell's loss. Ja, ja, klar. You covering for me was amazing. Das Krasse war, das könnt ihr auf YouTube sehen. Whatever. You tried to cover for me too. Ich glaube, der dritte Part war's.
Or maybe my lie was the one he wanted to believe. Also Part Nummer 23 bei Life is Strange in YouTube bei mir. Da, jetzt mal ohne Spaß für die, die nicht dabei waren, da spielst du 20 Minuten Dungeons and Dragons. Also wirklich, du spielst Dungeons and Dragons. 20 Minuten. Das ist der Hauptteil von Kapitel 1 in diesem Spiel. Last I checked, you're the one who went all puff the manic dragon. Am Ende bin ich gestorben, das weiß ich noch, habe ich verloren das Spiel. What were you thinking? I was angry. I didn't expect the whole stupid park to go whoosh. Whoosh. I got no whoosh in my own. It's never underground. I got no whoosh. Is that the official Arcadia Bay DA's opinion? I've got two tickets to Iron Man. Ich hasse die Jule. Ich hasse sie dafür. I'd be way happier going to jail. Schicke ich hier eine Sprachnachricht. Dictator David. Habe ich noch. Wo ist sie denn? He announced his plans to move in this morning. Nur um sie zu ärgern. Jetzt pass mal auf. Oh. Da. Chloe, that's awful. I'm so sorry. I've got two tickets to Iron Maiden, baby. Come with me Friday, don't say maybe. I'm just a teenage dirtbag, Bobby. I like you. Ich habe schon die ganze Zeit den Ohrwurm davon. Ich hasse sie dafür. Well, Doc. Gehst du jetzt? Schön, dass du da warst. Ich hoffe, du bist mir ein Follower. Hab mich gefreut, sie zu telefonieren. Ich hoffe, du besuchst mich bald wieder hier in meinem Heim. Wir haben uns alle lieb. Genau, reden wir doch mal übers Feuer. Weil da brennt's. Reden wir doch mal drüber. That shit fucking nutso last night. What do I do? Ach, du bist noch da? Oder bist du jetzt extra wieder rein? Ja, wegen dir, Jule! Du blöde Arschfalte! Jule, du Arschfalte! Wegen dir haben wir alle diesen scheiß Ohrwurm! Die ist jetzt extra wieder reingekommen, aber alle haben diesen Ohrwurm wegen dir! Was du machen sollst, damit ich... Oh, Windhund! Oh, das wird teuer, Windhund, das wird teuer! How to break into glaubst the viewfinder? Du, das ist wie Kakerlaken, die was zum Essen sehen. She was tired of having to give so many fucks all the time. That makes sense. Der Papa Schlumpf, du bist doch der Mann von der Angel, oder? There's this dildo with a mustache who's been ja, wegen dir! Mom, ja, die haben alle, ich sing's halt nur laut, die anderen haben's im Kopf. He's moving in with us. I've got two Brüste for Iron Maiden, baby. Fass sie doch an. Then what the hell am I talking to you nein? For? Just because so. You can't stop him doesn't hallo, mean Didi. You don't fight back. Entschuldigung, da habe ich dich verwechselt. Wie heißt ihr Mann? Der heißt doch auch irgendwas mit Gustav Ganz, also GG. You're going to need a new nickname to mark your enemy. What have you got? Stiefdödel. Dödel klingt nach Penis. Stepdick, Alter. Stepdick. Ah, der Silencer. Ja, genau. Der Silencer. Also, he's a dick. Silence! I kill you! May I also suggest stepladder? Why stepladder? Because he climbs on your mom every night. Because! Oh, ich hab nur Lieder im Kopf. Pretty soon they'll be stepping down was? The aisle. What the hell kind of Windhund, wenn ich aufhören soll zu singen, sorry, um deine Frage zu beantworten. Highly controversial. Ein Zehner? Nein, Quatsch. Nein, ich habe gar nichts. Nein, sowas darf ich nicht sagen. Der macht das nämlich noch am Ende. I've been booted from school and I'm not entirely sure what to do about it. Ich habe nicht zugehört. Über was reden die eigentlich? Ich habe nur dieses Lied im Kopf. Was krass ist, der singt es ja selbst. Ich habe früher immer gedacht, dass das wirklich eine Frau singt, aber der singt es ja selbst. You tell me. Ein aufdringlicher Dauerlurker. Das ist genau die Art von Widerspruch, die ich mein Leben nenne. Nein. Du darfst meine Stimme nicht als Sound Alert verwenden. Das ist verboten. Das ist mein geistiges Eigentum. Der singt es halt selber. Das ist krass. Habe ich ein Video gesehen letztens, dass der das selber... Und genauso wie ich singt er das echt gut. Tell me all about what it's I've like being got daughter two tickets to Iron Maiden, baby. It sucks.
Come with me Friday. Dance baby. Sorry. I do that sometimes. I'm just back, baby. Jetzt geht's aber rund hier. Jetzt geht's ab die Birne. Ich will nicht reden, die reden mir zu viel. Mehr Action, mehr Sex. More passion. More passion.